Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf der Gemeinderat am Montagmorgen, so ist es. Neue Woche, neues Glück, whatever, I don't know. So, wir sind noch immer da am Auftrag erledigen. Das, was hier jetzt gerade passiert, ist das, was ich am Samstag schon gesagt habe. Hier macht er nämlich mit AI-Extension hier erstmal die ganzen Sojabohnen platt, die er erkennt. Dort unten, ganz da hinten, sieht man auch noch, da fehlt auch noch jede Menge. Nur weil es jetzt keine Verbindung mehr zueinander hat, hat er das nicht mehr auf dem Schirm. Den müssen wir also praktisch nachher da runterfahren und neu ansetzen, aber das ist ja jetzt schlimm. So, der ist hier am Warten. 86%, vielleicht geht noch ein bisschen was drin, dann können wir noch warten. So. Genau, wir wollten auch mal, hatte ich am Samstagnachmittag schon vorgespult? Ich kann es echt nicht sagen. Oder ist es jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir uns um 7:20 Uhr morgens auf der Rade treffen? Egal wie es ist, aber das ist das, was ich gemeint habe. Wenn ich dann vorspule, liegen die ganze Balle im fast wieder erntefähigen oder mähfähigen Gras. Und das sind eigentlich Sachen, die mir nicht so gefallen, aber das ging halt in dem Fall jetzt nicht an echt. Weil, zack, zack, tuck, weil, was? Genau. Naja, weil ich halt spule, nicht spulen konnte. Wegen Düngen und so weiter, glaube ich, war das da was. Gell, der war das auf der Bergmann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal die Balle reinfahren, sonst sehen wir sie bald nicht mehr. So, Autoloader ist aktiviert. Logo 1. So. Ah, das hat ein bisschen was gegeben. Also das ist, ne? Das hat sich Sarah fast rentiert hier, was da liegt. Also finanziell sieht es hier natürlich nicht ganz so gut aus wie auf der Bergmann. Da sind wir noch ein paar Felder weit entfernt davon. Aber ich bin optimistisch, dass wir jetzt demnächst tatsächlich, ich habe 100% drauf, sehr schön, dass wir jetzt demnächst tatsächlich, noch ein paar Kühe oder, müssen wir jetzt mal wissen, was rentabler ist, wenn wir jetzt den Kuhstall vollhauen oder uns noch einen Acker zulegen, ne? Oder alles drei. Oder Drescher meldet, der wäre jetzt so 80% voll, der wird sich gleich melden, dass er entladen werden möchte. Dann müssen wir die erste Ladung Sojabohnen, ich glaube zur HG oder was ist das, hä? Muss man mal gucken, wo es hin soll. Steht hier am Vertrag drin, du. Lalalala. Ja, das kommt, wenn man nicht aufpasst, ne? Ich habe gerade geguckt, wie ich am günstigsten an den Heu, ans Heulager fahre. Und schon habe ich mir den Jägerzaun kaputt gefahren hier. Ei, Frau Bipsch noch nie. Ja, wollte ein bisschen gechillter agieren hier, ne? Was haltet ihr davon? Gute Idee, ne? Schmeidig, wir haben ganz früh morgens im Spiel und auch tatsächlich jetzt, ne? Für euch so. Wir müssen auf jeden Fall nachladen, sehe ich gerade. Muss doch außen rumfahren, weil hier komme ich nicht ums Eck. Also war das doch nicht so günstig, wie ich jetzt gerade gefahren bin. Das ist Grütze. Egal. So, also wenn es so weitergeht, brauchen wir jetzt erstmal die nächsten Jahre. Keine Ballen irgendwelcher Art, weil wenn ich die Lager sehe, die sind sowas von voll. Reicht das da? Kommen wir da vorbei? Ja, knapp, aber es geht vielleicht. So, ich würde gern entladen mit Z, gell? Ne, da erstmal Transportstellung. Ne, Ballen entladen Z, so. So, dann. Das habe ich früher mit dem Controller besser hinmachen können. Jetzt muss ich halt mit der Maus machen. Geht auch, kein Problem.
So, Nummer Z und weg sind sie. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unsere Transportstellung erst wieder aktivieren, wenn wir von den Ballen hier weg sind, sonst sind sie alle weg. Beziehungsweise auf dem Anhänger drauf. Eieieiei, Svenny. Gib dir ein bisschen Mühe. So, und zwar machen wir jetzt wieder Z, glaube ich, gell? Und jetzt B. Und dann sind wir wieder im Arbeitsmodus. So sieht's aus. Drescher, 93%. So, ab geht's. Ja, ab geht's, mein lieber Mann. So. Ich müsste eigentlich heiße ab mit dem Gates. Was ist denn los jetzt, Leute? Kommt ihr alle her? Morgens um 8, ihr fahrt schon Arbeit in die Stadt. In dieses große Dorf. Stadt ist das ja eigentlich keine. So, Drescher 97%, der lässt sich ganz schön Zeit momentan. Aber wir switchen gleich in der Optum. Warte, Optum, glaube ich, gell? Ich glaube schon. Na ja, gut, die ganzen, wenn ich Aufträge mache für andere Landwirt-Kollegen, ja, dann ist es voll schon der Maße. Die düngen so gut wie nicht ihre Felder, ne? Das ist halt ein bisschen schlecht. So, jetzt ist er voll. Springen wir gerade mal rum. Ja, warum das nicht weniger wird im Miststreuer, ne? Der ist hier böse am Düngen, das ist ja okay soweit. Aber der verbraucht nichts und ich glaube auch nicht, dass er hier was verbraucht. Ne? Irgendwas ist da faul, ich habe doch nichts hier mit kaufen oder sowas. Kuhstall, Pick, aus, kaufen, Kuhstall, ja, keine Ahnung. Warum es nicht weniger wird? Das, was hier fehlt, das habe ich verbraucht. So, da ist er. Es ist wirklich ein Optum, schreit durch. Ach, da war da eh noch was zu erstellen lassen. Aha. Naja. Das ist halt AI-Extension. Quatsch doch, AI-Extension. Made absolut sauber. Also, der steht nichts in der Ecke drin, da ist nichts übrig. Alles toll. Aber er hat halt die Verbindungen zwischen den einzelnen, ja, Feldecken, das packt er halt nicht. Ne? Der glaubt tatsächlich, er wäre gleich fertig. So, wo muss das Zeug hin? HG, siehste. Dachte ich mir doch. So, und gleich sind wir voll. Und da haben wir einen großen Teil des Auftrags bestimmt schon erledigt. So, wo komme ich hier raus aus dem AG? Gibt's denn noch eine zweite Ausfahrt irgendwo? Natürlich nicht. Danke dafür. Gibt nur eine. Beziehungsweise eine hier oben auf der Seite, im Norden. So, dann let's mal drive to the HG and keep the Krempel in the Silo Rhine. Ein bisschen schwer einzusehen, ne? Wenn du die großen Spiegel da links und rechts hast. Aber es ist gut gegangen gehen. Ne? Gut gegangen gehen. So, let's rock. Komm, volle Möhre, jawohl. Bös Vollgas. V-Max erreicht. Yeah. Wups, der Easy, die Curbs mitgenommen. Hätten wir jetzt im Rennsport gesagt, ne? So, da sind wir schon. So gut wie. Hier ist das Wasserhäuschen. Wisst ihr noch, wie wir da am Anfang
kubikmeterweise das Wasser hochgeholt haben, ja, abgetankt haben, geholt haben. Wo habe ich jetzt gehangen? Links, vorne links oder hinten rechts? Hm. Wir werden es nicht erfahren. Doch, wenn man mir das Video anguckt. So, die erste 40.000. Give me the sign, please. Thank you. Oh, bremsen. So, und tschüss. Gibt logischerweise keine Kohle. Ja, ist ja ein Auftrag. Die Knete gibt's am Schluss. Los Knetos. So, wie viel Prozent haben wir? 40. 80. I love you. Das ist natürlich ein Wort, ne? Wieso das ganze Gedöns jetzt ruckelt, aber ich kann mir vorstellen, ich habe nämlich im Hintergrund noch zwei, drei anderen Sachen laufen am Rechner. Es ist zwar jetzt echt nicht der langsamste, aber jo, die SSD sind so gut wie voll. Die Festplatte, wo hier die Videos drauf gespeichert werden, ist ziemlich voll. Da muss ich mal ausmisten demnächst. Ja, da sind ja etliche Bilder und Videos vom LS drauf, die ich gar nicht mehr brauche. Und ich bin natürlich auch im Hintergrund am Hochladen. Vielleicht ist er deswegen auch ein bisschen am Rumzuckeln. Ja. Ich meine, es weiß nicht, wie es beim Video anschauen dann ist, ob das auch so ruckelt. Oder ob das dann beim Verarbeiten wegrechnet. I don't know very wirklich. Aber noch geht's. Ja. Nein, noch geht's. Fang ich wieder mit dem blöden Kack. Aber noch geht's. Geht's noch, ist eigentlich, ne? So. Lalalalali. So, ich könnte mir vorstellen, er fährt zwar noch, aber der dürfte eigentlich die Eck gleich fertig haben, der gute MF Activa. Der mit Sicherheit auch demnächst irgendwann mal ausgetauscht werden müsste, weil er schon sehr alt ist und sehr klein ist. So, hier müssen wir rein. Wobei, viel größer dürfte eigentlich gar nicht sein. So ein 9 Meter Schneidwerk, würde ich sagen, ist so das Maximum, was man hier vertragen kann auf der Map. Und da fällt mir eigentlich nur ein Rotzelmesh ein, aber Rotzelmesh möchte ich nicht. Wobei, Schneidwerkswagen habe ich ja für den auch gebraucht. Da können wir auch vielleicht mal einen John Deere wieder mitnehmen, einen John Deere Drescher. Siehst du, der ist fertig. Nicht blockiert, du bist fertig. Du musst hier weitermachen, mein Freund. My friend. Was soll den hier bitte blockieren? Hm? Mitte auf dem Acker. Ach no, der Vario wird blockiert. Ach so. Ich dachte eben schon. Komm, heb mal an, das Ding da vorne. Der Vario wird blockiert. Ach so, na dann. Warum wird er blockiert? Ich glaube eher, dass er fertig ist. Der gute Vario. Super Vario. So, dann fahren wir hier weiter. Setzen AI hier nochmal an. Und dann in der Hoffnung, dass er das auch dann bitte beendet. Beendet. Die Spitze gefällt mir gar nicht. Die würde ich gern weghauen. Dann guck ich mal, ob wir das bisschen die Spitze ein bisschen nicht ganz so spitz halt hinkriegen. Weil dann müsste er eigentlich erkennen, dass das dann jo, hier um die Ecke geht. Weil ich habe schon festgestellt, es war auch auf der Rade, aber ganz, ganz unten links auf der Map, neben dem ja, Viehhändler und Getreide-AG, was das ist da unten. Getreide-Harry, keine Ahnung, wie das heißt da unten. Da war auch dann die Frucht so spitz zugelaufen, dass er dann nicht mehr erkannt hat und hat dann einfach aufgehört und war echt der Meinung, er wäre fertig, ne? Schwätzer. So, Hoffnung, dass das jetzt klappt hier. So, das machen wir mal so. Ach gut.
Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass wir schon fertig sind. Dann sitzen wir jetzt da vorne an der Ecke frisch an. Den AI Hellfire und dann kann der weiter machen. Müsste eigentlich der Fetzen und da unten der Fetzen, ja, da kannst du mit davon ausgehen, das dauert auf die nächste Folge auf jeden Fall noch. Wenn nicht auch noch zwei Folgen, bis er fertig ist. So, wählen wir dann mal den Helfer mit H aktivieren. Hoffentlich läuft er so. Ja, grün sieht immer gut aus. Grün sieht immer toll. Gut, liebe Leute, dann, ja genau, dann war es das für heute von der Gemeinderade. Wenn sie euch gefallen hat, also ne, die Karte nicht, sondern das, was ich da rumgespielt habe, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen und auch über ein Abo natürlich auch sehr, 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 sehr gut. Und ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, einen schönen Montag. Kommt gut rein, heute Mittag, Hof Bergmann, morgen früh wieder Rade. Macht's gut, bleibt fit und gesund. Aber das bleibt dem mit Sicherheit. Also macht's gut. Tschüssi.